Und damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video. Hoffentlich machen wir hier Cosmos Great Again. Und es geht um eine weitere Idee, wie wir für Atom den Cosmos Hub an sich Value generieren können und so den Coin nach oben bringen können. Hier gibt es von Tyborg, das ist ein ganz normaler Entwickler von, wenn ich richtig sehe, Informal Labs. Und die haben eine neue Idee für den Cosmos Hub. Denn aktuell gibt es schon oft Proposals, wie wir hier lesen können. Proposal 800, Proposal 853, Proposal 858, bei dem aus dem Community Pool Atom genommen werden und für andere Protokolle genutzt werden, um dort im Endeffekt Liquidity Pools, zum Beispiel auf Neutron oder Stride, zu befüllen mit Atom. Und diese geben dann eben auch eine Revenue zurück an die Atom Community bzw. An die Atom Treasury, denn hier wurden zum Beispiel Neutron Stride befüllt mit 450.000 Atomen und die wurden dann einfach in Pools gehauen, zum Beispiel in den Atom SD-Atom Pool, damit die eben genug Liquidität haben für das Traden von auf dem Protokoll von Stride. Und jetzt kam Tyborg mit der Idee, hey, eigentlich ist die geilste Sache in Cosmos Token-Based Governance. Das heißt, hier ist in Cosmos das größte Verkaufsprodukt aktuell die Governance, die Aktivität, dass jeder sich gerne beteiligt, dass einfach viele aktiv sind und wollen, dass die Zukunft in der Gemeinsamkeit entschieden wird. Und dadurch will Tyborg jetzt eben Geld verdienen für den Cosmos Hub, für die Community und so den Coin nach oben bringen. Dafür hat er eine neue Art von Konzept vorgestellt und das ist Atom Wars. Das ist bekannt von Curve. Auf Curve hast du ebenfalls die Möglichkeit, deine Coins zu locken und dann zu entscheiden, wo die Liquidität hingeht, wo man am meisten APR bekommt, wo im Endeffekt die Liquidität gebündelt wird und man so eben am meisten Geld verdienen kann. Und so ist das jetzt eben als Geschäftsmodell für Cosmos gedacht, dass wir dann eben so funktionieren, dass man die Coins staken muss. Es wird dann V-Atom werden eingeführt und diese V-Atom funktionieren so, dass du deine Atom staken musst, dann kannst du die Liquid staken und die Liquid Stake Tokens bzw. die Liquid Stake, also ST-Atom, kannst du dann umwandeln in diese V-Atom und diese V-Atom geben dir dann das Recht, auf diese Protokolle zu voten. Und je nachdem, welches du votest, da wird die Liquidität dann im Endeffekt hingegeben. Was es natürlich bringen kann, ist, wenn es zum Beispiel Atom sei, wenn es zum Beispiel Osmosis sagt, hey, beziehungsweise hier ist auch ein Beispiel, das gucken wir uns direkt mal an. Wenn es zum Beispiel Osmosis sagt, hey, ich möchte 1000 Osmo zahlen auf eine gewisse Zeit, die bekommt dann jeder, der für uns stimmt. Und dafür möchte ich dann zum Beispiel 700.000 Atom haben. Die kommen dann in einen LP-Pool, und zwar Atom, ST-Atom. Dadurch gibt es eine APR, die ist expected von ungefähr 10%. Und jeder, der halt eben für mit seinen V-Atom für uns stimmt, der kriegt zusätzlich diese 1000 Osmo aufgeteilt. Ob das jetzt genau so funktioniert, dass dann diese 1000 Atom nur auf die Voter aufgeteilt wird oder ob es dann so ein Zwischending gibt oder wie genau dann das eben für die Voter beneficial ist, wird sich noch zeigen. Allerdings können wir dann einfach hingehen und mit unseren V-Atom stimmen. Hey, wollen wir die Liquidität zu Osmosis geben oder wollen wir die Liquidität zu Kujira geben? Und je nachdem, wer dann hier am Ende vom Tag gewinnt, bekommt dann eben die größere Tranche an Atom oder die kleinere Tranche oder einfach auch gar nichts davon. Und je nachdem kriegen wir dann eben Kujira als Belohnung oder Osmosis als Belohnung, je nachdem, wie wir eben gestimmt haben. Was aber noch ganz interessant ist, ich habe das jetzt hier so verstanden, es kann auch falsch sein, also gerne mal in die Beschreibung gehen, den Artikel selber durchlesen, dass wenn jetzt zum Beispiel ihr für Osmosis stimmt und dann eben Osmosis auch den größeren Teil bekommt, dass ich diese V-Atom, die ihr genutzt habt zum Voten, dann diese Osmo nur teilen und ihr dann nichts von den Kujira bekommt, weil ihr auch nicht für Kujira gestimmt habt. Das heißt, während dieser Phase, wo hier geboten werden kann von Osmosis und Kujira in dem Fall für die Atom von dem Treasury, ist es eben möglich, dass Osmosis die Bit erhöht oder auch Kujira die Bit erhöht. Und ich weiß da nicht, wenn du einmal abgestimmt hast, ob das dann so bleibt oder ob du dann eben sagen kannst, hey, Kujira gibt uns gerade einen besseren Deal. Kujira sagt auf einmal, sie geben 1000 Kujira und das ist viel mehr wert, deswegen vote ich jetzt nicht mehr für Osmosis, sondern für Kujira. Dann kann es natürlich sein, dass so entschieden werden kann, hey, Kujira ist dafür bereit, mehr Geld zu zahlen. Dann bekommen sie eben die größere Tranche und du bekommst dann eben auch höhere Kujira Rewards. Das wird sich alles noch zeigen. Ich finde es aktuell ein sehr interessantes Konzept, das hier vorgestellt wurde, weil es eben auch mittlerweile ein richtig schön großes Gesamtbild gibt. Wir haben mit Cosmos jetzt drei Geschäftsmodelle, sobald das kommen sollte. War einmal die Inscriptions, die bringen richtig viel Gas-Fees, richtig viel On-Chain-Activity und so verdienen Validatoren Geld. Somit ist es profitabler für die Validatoren. Validatoren sagen dadurch, hey, ich bleib da, es ist richtig geil, wir können jetzt endlich genug Geld verdienen, weil das zweite Geschäftsmodell ist hier ICS, Interchain Security. Das kostet auch Geld, weil jeder Validator muss extra Hardware laufen lassen für jede weitere Chain, die mitvalidiert wird. Und dementsprechend wird es auch immer teurer. Und wenn es dann kein Incentive gibt, was es mittlerweile doch jetzt gibt, durch eben die Gas-Fees, die gestiegen sind und eben die ICS-Chains bringen ja auch Revenue.
Neutron zum Beispiel bringt Revenue, Stride bringt Revenue und jede Chain, die sich da anschließen wird, wird eben auch Revenue bringen. Und das ist eben eine coole Sache, weil jetzt haben wir das dritte Geschäftsmodell, dass wir hier unsere gestakten Atomen auch nutzen können, um die Treasury mehr und direkter für andere Projekte zu nutzen. Und das Coole ist dann auch, dass die Staking-Rate dadurch steigen sollte. Denn wir haben jetzt hier die Option, wenn wir hier mal hochscrollen, unsere ST-Atom zu locken. Einmal für einen Multiplikator von 1x für einen Monat, 1,5x für 3 Monate, 2x für 6 Monate und 4x Voting Power eben auf ein Jahr. Das heißt, wenn du deine ST-Atom für ein Jahr bondest, dann bekommst du 4-mal so viel Revenue und hast 4-mal so viel Voting-Recht, wenn ich das richtig verstanden habe, auf die einzelnen Treasury-Liquidity-Pools-Verteilungen, die eben dann abgestimmt werden. Das soll es auch erstmal gewesen sein zu dem Konzept dahinter. Es ist alles noch wirklich im Rohbau aktuell. Und das ist aber, sage ich mal, eine dritte Möglichkeit, mit Cosmos mehr Geld zu verdienen, Cosmos ein bisschen relevanter zu machen und Cosmos auch in diese Lage zu bringen für Liquidity Hub, für Security Hub und für Gas Inscriptions, was eben auch eine coole Sache ist. Und vor allem Inscriptions laufen auf Cosmos relativ gut, weil es dort keine Smart Contracts gibt. Mit dem dritten Modell fände ich erst eine richtig, richtig coole Sache, um da eben dieses Gesamtbild für Atom zu verbessern und da eben auch Fortschritt zu bringen. Schreibt mir unbedingt mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Geht auch gerne in das Forum, diskutiert dort mit. Oder auch auf meinem Discord, diskutiert da mal ein bisschen die Atomwars, was ihr davon haltet. Und ob ihr glaubt, ob das im Endeffekt einen Wandel für den Coin gibt, ob das den Coin beflügeln kann, ob das dafür sorgen kann, dass hier andere Ökosysteme auch wieder positiver über den Atomcoin Cosmos Hub an sich sprechen. Ich meine, über das Ökosystem wird allgemein fast nur gut gesprochen, aber über Atom eben nicht. Dementsprechend, ob das auch vielleicht so einen Narrativwechsel ergeben könnte. Wie gesagt, das soll es gewesen sein. Lasst mir gerne ein Like und auch ein Abo da. Und dann sehen wir uns auch schon in den nächsten Videos. Macht's gut, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.